schreibst denn du nochmal schon wieder? Intro da. Intro da? Ja. Herzlich willkommen zurück zu HBB Motorsägen. Und heute ist blöd. Machen wir ein kurzes Video über den Stiel Smart-Connector. Wie ihr es im letzten Video natürlich schon gesehen habt, wir haben uns auf Husqvarna besorgt. Und da wir dann natürlich auch ein bisschen so up to date sind mit Stunden und alles, haben wir uns jetzt einen Stiel Smart Connector besorgt. Natürlich, jetzt werden falsch rein. Stiel und Husqvarna! Jetzt werden wahrscheinlich da rumfallen oder so. Ich habe gehört, dass der Blitz einschlägt, wenn man das macht, wenn man das da aufbiegt, aber. Wir werden herausfinden, ob es funktioniert. Es wird funktionieren, das können wir schon mal sagen. Gut. Dann, hätte ich gesagt, installieren wir den Kaiser mal. Ja, tun wir mit der Schachtel her, ich verzeihe dann ein wenig, ob es das ist. Währenddessen lassen wir jetzt hier mal die Handy-App runter und dann zeigen wir dann die Einrichtung noch ganz kurz. Genau, also so ein Smart-Connector ist dazu gedacht, dass man seine Motorsägenflotte in Anführungsstrichen ein wenig im Überblick hat, wo Stunden gelaufen haben, dass man weiß, was hat, weil man kann natürlich per GPS erorten, wenn man es zum Beispiel, was man nicht machen soll, im Holz draus vergisst und nicht mehr findet. Schaust in der App, weißt, wo es liegt. Und ist auch interessant für den Kundendienst, dass du genau weißt, wann du dein Jahr quasi Code hast, die 365 Tage und dann wieder zum jährlichen Kundendienst bringst. Und ja, im Großen und Ganzen war es das eigentlich schon mit dem Sinn. Ein paar Spielereien gibt es noch, aber das zeigt dann der Herr Stiegelbauer in der App. Also ist natürlich wieder Bedienungsanleitung dabei, wie immer. Und das Werkzeug. Also es sind zwei Beilagscheiben und Schrauben dabei, falls man das auch für Schrauben will, würde ich nicht empfehlen, da es ja eh klebt. Ich möchte jetzt keine Löcher drin haben. Und die Platten, die wo dabei ist, ist schlichtweg und ergreifend dazu da, dass man das ganze Ding dann aufschrauft. Zum ersten Mal muss drinnen die Folie entfernen, die wo jetzt. Aber das da sagen, wenn wir jetzt Step in Betrieb nehmen, sagen wir das alles. Warum, ich erkläre es jetzt. Auf alle Fälle machst du mit der Platten da um und auf, dann ist jetzt da noch so eine Folie drin, dass die Batterie noch keinen Kontakt hat, dass sie halt nicht lachen, bevor man es kauft. Und ja, genau, zum Batteriewechseln braucht man halt den Chip, nennen wir es jetzt einfach wieder. Ja, dann montieren wir das jetzt einfach nochmal. Dann kleben wir den jetzt mal schön auf. Warte. Was ist du scharf? Hm. Oh. Stimmt. So, dann bieten wir den da mal auf. Geht jetzt gesagt. So, hä? Ja, dass du den Schnellverschluss noch aufmachen kannst, ohne dass du noch überreißt. So, da mal nachfüllen. Ja, Bicken nachfüllen. Gewickelt, jetzt flügt der Blitz. Genau. Er sollte da irgendwo noch bei der Zündkerze sein, glaube ich, oder? Ja, wenn ich elektrisch Feld, also magnetisch Feld schon werden. Genau. So, oder ein bisschen Ladhocker. Genau, und jetzt sollte der Bombe. Dann. Stellst du ihn scharf. So, dann schauen wir uns jetzt das Ganze in der Stiel-App an. Öffnen das kurz einmal. Natürlich braucht man wieder einen Account, weil man braucht natürlich überall. Jetzt nehme ich mich da schnell mal an. Hast du das eh schon aus, oder? Was tun Sie jetzt da gerade? Ich zeige euch halt schnell, dass der Deckel mit dem O-Ringel abdicht ist, dass es halt da nicht nass eingeht. Und dann tue ich die Folie da drunter aus, vorausgesetzt sie ist noch drin. Ja, unter der Batterie ist. Der ist für den Hebi. Was? Ja, genau, da ist der Kontaktschutz quasi. Irrelevant, weg. Genau. Und? Oh, leicht schon hin. Genau, währenddessen, Zug in App. Ja, sie zeigt schon an. Auf alle Fälle, jetzt Plusdrucker. Wir haben, jetzt ist die Frage, eigentlich ein Produkt von einem anderen Hersteller. Jo. Gut, die Nummer gebe ich dir nachher. Wir haben, Name. Ich gebe jetzt das ganz kurz ein und dann kämen wir uns gleich wieder. Er ist unfähig. So, nachdem da jetzt die 100.000 Daten eingehäckselt habe in das Programm. Eingelupft. Ich sag eingehäckselt. Okay. kämen wir jetzt endlich zu dem Pfad, wo man quasi einen Smart Connector hinzufügt. Auf erste Mal natürlich wieder Datenschutzrichtlinien stimmen und weiter. So, dann müssen wir der App da das erlauben, dass wir quasi unsere Kamera ändern dürfen und dann nochmal den. Kurze Zwischenfrage, Stiegelbauer. Ja? Schneidest du dir Handybildschirm dann so cool ins Video ein, was wir nebenbei machen? So, so? Ja. Boah, ich kann das nicht. Ja. Ich hab falsch aufgeschlafen gehabt. Also, du musst die Nummer noch eingeben, gell? Ja, ich muss das ausscannen, den QR-Code. Hab ich vergessen, tut mir leid. So, schön zulassen.
Zeichnen jeden seinen QR-Code. Hab ich nicht gesummt. Das ist echt schon gekommen, dass es dann 25 Mal Connect an der Firma registriert hat. Okay, Verbindung war erfolgreich, hat es mir jetzt angezeigt. Dann weiter. Position finden. Du musst den Pfeil du auf so hier dran schon hier. Mhm. Genau, jetzt traust du. Was denn denn? So, warte mal, ich lese mal durch, was wir jetzt da müssen. Position finden. Position des Smart Connectors nahe einem alternativen elektromagnetischen Feld, zum Beispiel Zündkerze oder Elektromotor, um die Gesamtlaufzeit zu berechnen. Das hätten wir wahrscheinlich zuerst da sein und dann ist er viel picker. Ja, das war da. Ja. Da ist, das taugt schon, ja, genau. Das schafft er. Weißt du, haben wir gemacht? Dorf, er kannst du noch nicht picken, ist ja sowieso scheißegal. So. Der da. Dann, wir haben ihn natürlich festpickt, weil ich heute jetzt so gar nichts so davon, dass jetzt ich da in meinen neuen Kettendeckel. Ist das ein Kettendeckel leicht? Kettendeckel. Mein neuer Deckel halt. Irgendwelche Licht einmache. Genau, kann man auch weiter. Das Eck ist neu. Das ist nur einmal über Händler greifen. Gut, dann verstanden, ja. Okay, und fertig. Gut, und jetzt haben wir da unser Husqvarna-Event. Einsatzbereit, 0 Stunden. So Stückelbau, jetzt feiern Sie mal, dass wir sehen, ob das Zeit, ob das nicht genau. Aufgepickt hast und ob du jetzt mit dem Schaubald dann wieder runterkratzen darfst. So. Gut, nur jetzt da normal oben dann, oder? Keine Ahnung, ja, kurz. Es ist der erste Lauf im Übrigen. Ja. Das Smart Connector hat jetzt die erste Minuten Laufzeit aufgezeichnet. Genau, das zeigen wir nochmal ganz kurz da in der App. Genau, wenn ich nochmal rausgehe, da ist der Husqvarna. Ich habe natürlich auch Betteln zugekriegt, weil ich. Ja, weil ich kann. Genau. Dann zeigt jetzt zur Laufzeit, eine Stunde. Ja, da gehe ich dann noch. Laufzeit, bla bla. Ja, 0,01 Stunde. Also ist ungefähr Minuten jetzt gelaufen. Ja. Gut. Mehr ist es eigentlich nicht, außer eine Betriebsstundenzelle. Ja, ein Standort. Und, ja, genau, ein Standort. Wo Kundendienst warst, weil du weißt, wie viel Doktor das um ist. So, ja. Das war unser kleines, aber feines Video zum Smart Connector. Wir haben ja noch einen zweiten, vielleicht biegt man auf seinem Peugeot auf oder so. Doch lustig, oder? Nein. Ja, auf alle Fälle wünschen wir euch dann einen schönen Sonntag und bis zum nächsten Mal. Haut's rein.